Ja, schönen guten Morgen in den heiligen Hallen der MRMCD mit etwas Verspätung im Hackermorgengrauen. Immerhin mit Tageslicht im Hörsaal treffen wir uns zu einer Veranstaltung, die sonst eigentlich immer bei den Datenspuren stattfindet. Das war dieses Jahr nicht möglich. Das ist auch sonst ein gewisser Traditionsabbruch. Ich habe mich auf dem philosophischen Sofa sonst mit meinen Freunden von der Dresdner Technikphilosophie beschäftigt. Die dortige Technische Universität leistet sich also einen Lehrstuhl für Technikphilosophie und ein angeschlossenes Institut, was ja auch ganz schön ist und an vielen anderen Universitäten eigentlich auch fehlt. Und mit auf dem Sofa saß bis zu den letzten Datenspuren immer mein alter Freund Bernhard Irrgang, leider im Februar vergangenen Jahres plötzlich verstorben und für uns alle ein großer Verlust. Und so soll das nochmal eine Gedenksekunde sein. In meinem Podcast Damals TM gibt es auch eine Sendung über künstliche Intelligenz und deren technikphilosophische Implikationen in Podcastform. Und die habe ich ihm dann posthum auch mal gewidmet. Das ist keine sonderlich seriöse Veranstaltung. Wir trinken Sekt, okay, jetzt aus Pappbechern, Glas gab es gerade gar nicht. Die Bar ist eröffnet. Das ist auch so eine Tradition. Wenn die Technikphilosophen wissenschaftliche Veranstaltungen und Symposien machen, dann fangen die tatsächlich wochentags morgens um 9 an und dauern den ganzen Tag. Und es gibt die ganze Zeit im Tagungssaal ein Buffet und Sekt. Und die Philosophie wird mit der Zeit immer besser. Das klingt ja dekadent. Das ist also Tradition. Das ist nicht dekadent, das ist Wissenschaft. Es ist auch sehr traditionell, weil im alten Griechenland, also der ursprüngliche Begriff von Symposium, da haben die Leute sich getroffen, haben rumgelegen oder gesessen und haben währenddessen Wein getrunken. Und dabei gab es dann auch noch einen extra Typen, der die ganze Zeit angesagt hat, in welchem Verhältnis jetzt Wein und Wasser gemischt wird. Und dann ging das so. Also wir wissen, dass Sokrates an mindestens einer von so einer Veranstaltung teilgenommen hat. Genau. Also Menschen mit Fragen und Ideen setzen sich zusammen, nehmen Drogen und produzieren irgendwelche Ergebnisse. So könnte man vielleicht die historische Herkunft, guten Morgen, es gibt Besuch, die historische Herkunft charakterisieren. Das klingt ja fast nach einem reproduzierbaren Algorithmus. Ja, so ein bisschen. Also die Schatten der Philosophie sind so auf das Chaos gefallen. Also je nachdem, es gibt ja die legendären Podcasts und Radiosendungen mit Peter Glaser von vor etwa 20, 25 Jahren, wo es schon mal so einen Anfang gab. Ich verweise insbesondere auf Chaos Radio Express Folge 38, wo Tim Pritlaff damals, ich glaube, zum 20-jährigen Bestehen des Clubs, heute feiern wir ja 40 Jahre zum 20-jährigen, mal mit Peter die ersten 20 Jahre philosophisch durchgenommen habe. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und da kam, glaube ich, der Sektgenuss auch nicht zu kurz. Also seitdem ungefähr haben sich die Hacker auch mal überlegt, okay, denken wir mal über unser Dasein, unseren Sinn und Zweck, unsere Umwelt und womöglich über die Zukunft TM irgendwie nach. Und irgendwann nannten Leute das dann auch Technikphilosophie. Das ist ja eine relativ neue Disziplin. Technikphilosophie in Deutschland begann, glaube ich, in den 1970er Jahren mit etwas, was heute noch formal wichtig ist, nämlich der sogenannten Technikfolgenabschätzung. Der Club ist ja gegründet worden 1984 in einer Zeit ausgesprochen unqualifizierter Technikkritik. Nicht eine der ersten Amtshandlungen des Chaos Computer Clubs nach so den ersten Skandelchen war, die neu gewählte grüne Bundestagsfraktion zum Gebrauch von Computern in der Politik zu beraten. Man muss dazu wissen, also ein Computer zu Hause haben, das war genuine evil. Und wenn irgendwie bei einer, wie soll ich sagen, egal ob linken oder rechten politischen Veranstaltungen sich Leute zusammentaten und dann so sagen, pst, hier Software, Modem, ich habe hier irgendwas so, also das war so ungefähr wie ein Schwulenclub in der CSU damals. Ne? So, das durfte man keinem erzählen. Vor allem, wenn man den Grünen erzählte, man habe einen Computer zu Hause, dann war man ja also hart am Rand des Überwachungsstaates. Und es war schwierig. Sodass der Club also einerseits allen Leuten erklären wollte, man kann mit Computern Kunst und Schönheit schaffen, aber vor allem erstmal dafür sorgen müsste, dass es zu einem vernünftigen Umgang mit Computern käme. Der grünen Bundestagsfraktion wurde übrigens auf 40 Seiten Maschinenschrift
der Rat erteilt, lasst es. Gab es in der deutschen Politikgeschichte eigentlich jemals einen Ansatz Richtung Kybernetik? Weil das ist ja eigentlich für mich so der erste Punkt, an dem aus linker Sicht Computer tatsächlich positiv besetzt sind. Ja, in anderen Ländern hat das geklappt. Also zum Beispiel die ganze West Coast US-Hippie-Szene, wo ja auch noch das frühe Internet herkam, The Well und sowas alles. Die Hippies haben alle mit Begeisterung Computer benutzt, nur nicht in Deutschland. In Deutschland war Kybernetik ein großes Thema, vor allem in der DDR und vor allem in den 1960er Jahren. Aber nicht als politisches oder gar philosophisches Thema, sondern als technische Issue zur Verbesserung von Produktivität und Planung. Ja, als computerisierte Planwirtschaft halt. Genau, die im Wesentlichen das Problem hatte, dass die damaligen Computer bei Weitem um Größenordnungen zu wenig leistungsfähig waren, um auch nur ansatzweise einen Beitrag leisten zu können. In Nerdkreisen beliebt sind die chilenischen Versuche, so von Allende. Der ist nicht deswegen gescheitert, aber auch das war eins der Riesenprobleme, die es da gab. Es gibt ein ganz tolles Buch dazu tatsächlich, wie das lief mit Industriespionage und wie man versucht hat, die IBM-Nachbauten irgendwie in Richtung Osten zu kriegen. Ja, und auch so ein Film, ne, mit 23 und so, kennt man vielleicht auch. Das kratzt das auch am Thema so ein bisschen. Das war großartig. Ja, aber Robotron gibt es ja heute noch, die machen aber irgendwas anders so mit Datenbanken. Ja, absolut. Also es gab, wie gesagt, ab Anfang der 60er Jahre den Gedanken, Computer dazu zu benutzen, die Umwelt dynamisch abzubilden. Kybernetik, da kommt ja auch das Wort Cyber her, das kommt von Gubernare, Steuern, also auch Government und Regierung ist dasselbe Wort. War also eine Disziplin, die technikoptimistisch versuchte tatsächlich die Welt zu verbessern, indem man diese modernen Rechenmaschinen dazu einsetzte, alles effizienter und schneller zu tun. Wie gesagt, man konnte eben nicht einschätzen, der Computer von damals war ja auch schon ein enormer Fortschritt im Sinne von, wie kann ich Daten verarbeiten. Aber es erinnert mich ein bisschen an die heutige AI-Diskussion. Man hat da jetzt was so aussieht wie, oh, das ist ein enormer Fortschritt. Das wird alle unsere Probleme lösen. Das dachten die Menschen 1965 von den Mainframes auch mit 64 KB Hauptspeicher. Ja, die Art, wie Intelligenz an diese KIs zugeschrieben wird, da kann man definitiv sich dran erinnert fühlen an diese Schriften oder auch eben gerade aus der Kybernetik-Ära, so was da an Fähigkeiten projiziert wurde im Vergleich zu den tatsächlichen Fähigkeiten, das ist ein naheliegender Vergleich. Genau, es gibt ja in Deutschland eine lange Tradition zwischen Technikfolgenabschätzung, was ja immer eine sehr kritische Disziplin war, und sogenannter Zukunftsforschung. Und das Allerschwierigste an Zukunftsforschung ist ja immer der Zeithorizont. Ja, sie haben sich an sich nicht in der Sache so grundlegend geirrt, aber im Zeithorizont ganz, ganz, ganz erheblich. Und das ist ja auch klar, wenn man nicht einschätzen kann, mit welcher Geschwindigkeit oder gar mit welchem Exponenten sozusagen eine Veränderung von Prozessen stattfindet. Ja, Moore's Law, rein technisch, alle 2 Jahre verdoppelt sich sozusagen die Geschwindigkeit der Prozessoren und die Speicherkapazität, ist aber natürlich nur so halb richtig. Ja, genau. Und das konnte man am Anfang halt noch nicht wissen. Das ist wie immer, gerade bei exponentiellem Wachstum ist es am Anfang sehr schwer vorauszusagen, wie groß der Exponent denn nun sein mag. Genau, und vor allem dann gibt es noch sowas neben der Technikfolgenabschätzung, sowas wie eine geistige Durchdringungstiefe, würde ich das mal nennen, beziehungsweise wann kommt der CD-Spieler bei Oma an? Und das war sozusagen praktisch wirklich 50 Jahre, kann man sagen. Ja, also genau. Bei Konsumergütern sind ungefähr 50 Jahre, Pi mal Daumen, das, was man sagen kann. Es gibt eine Technik, die ist cool, die ist aber zu teuer. Man weiß noch nicht, was damit anzufangen ist. Es ist noch lange nicht irgendwie das Feld aufgemacht zwischen dem ursprünglichen Gebrauchszweck, also Audio-CD, kann man ja auch Computerprogramme drauf wenden und Backups mitmachen später oder so. Was hat man in der Schule da, dann die CD-Rohlinge da untereinander getauscht? Das als eines fällt beiseite. Nochmal zu dem Ding mit der Projektion und Zukunft-TM. Mit den KI-Dingern nochmal. Da hat jemand mal so ein Buch geschrieben, das war der auch das mit dem Wüstenplaneten da mal gemacht hat, Frank Herbert. Und der hat da das auch wirklich so wahnsinnig in die Zukunft projiziert, dass er eine künstliche Intelligenz sich ein Bewusstsein verschafft hat, sozusagen selbst gelernt hat.
Das Wesen heißt dann Omnius und hat dann mal irgendwie so die gesamte planetarische Konfiguration da irgendwie Millionen Jahre lang unterjocht. Mhm. Das kann dann halt eben auch passieren. Also die Geschichte ist uralt, das knüpft ja an, so an die alte jiddische Geschichte vom Golem, nicht? Golem und Roboter war, glaube ich, so ein Essay oder so eine Novelle von Stanislaw Lem, glaube ich. Also die Idee, dass man irgendwie künstlich sowas wie Menschen erschaffen könnte, die ist uralt, die ist zumindest mittelalterlich und wurde je nach religiöser Überzeugung eben positiv oder negativ so konnotiert. Und da sind wir auch wieder bei Philosophie, nämlich bei der Frage, ab wann entwickelt denn womöglich irgendeine Maschine ein Bewusstsein und wie könnten wir das denn feststellen? Ja, also wir diskutieren gerade jetzt über Large Language Models und irgendwelche Chatbots. So frühe Chatbots waren etwa das ELISA-Programm von Herrn Weizenbaum, der im Prinzip mit sehr, sehr einfachen Mitteln so einen inhaltslosen Dialog, der auf einem damaligen PC lief, konstruiert hat und gesagt hat, okay, lieber Benutzer, fühlt sich das irgendwie menschlich an? Möchtest du gerne mit ELISA sprechen? Und das Interessante war, dass insbesondere Patienten in psychiatrischen Betreuungseinrichtungen, die aber ansonsten selbstständig ihr Leben gestalten konnten, gerne sich mit ELISA unterhielten, weil sie so dieses therapeutische Feedback immerhin bekamen. So, wie geht es dir heute? Ja, kannst du das ein bisschen erläutern? Ne, immer so diese Rückkopplung. Das scheint also allein das einen positiven Effekt gehabt zu haben, obwohl ja dieses Programm wirklich überhaupt keine Inhalte transportiert hat. Genau, das hat ja einfach nur den Input umgedreht. Ne? Das war ja immer die offene Eingangsfrage, how do you feel today? I'm feeling bad. Why do you feel bad? I think my dog hates me. Tell me why you think your dogs hate you. Ja, genau. Schon vor ganz, ganz wenigen Jahren, also wir haben jetzt seit 2 Jahren ungefähr öffentliche Large Language Models wenig vorher gab es faszinierte Aufsätze in amerikanischen Computerzeitschriften und entsprechenden Webseiten, die daraus entwickelt worden sind, auch mal auch durchaus in Hackerpublikationen wie 2600 oder so, gab es Überlegungen, naja, wenn wir vielleicht irgendwann einen Computer hätten, der einfach mehr Neuronen hat als ein menschliches Hirn und wesentlich mehr zugreifbaren Speicher und einfach von der Kombinatorik her in der Lage ist, wesentlich mehr Informationen gleichzeitig zu verarbeiten. Da sind wir auch so ein bisschen beim Quantencomputer, der ja auch vor allem bei der Gleichzeitigkeit Fortschritte bringt. Dann gab es Leute, die sagten, ja, dann könnte es ja sein, vielleicht ist es so einfach, wenn man nur genügend Byte aktiviert, dann entsteht ein Bewusstsein. 80 Milliarden Gehirnzellen war gestern, glaube ich, der Vortrag. Ja, gab es gestern, okay. Also den entscheidenden Punkt, den ich da ja nicht sehe, ist, auch diese heutigen Large Language Models sind in ihrer Architektur gerichtet. Ja. In so einem gerichteten System entsteht nicht spontan eine selbsterhaltende Feedbackschleife. Mhm. Und das ist, was nach meinem Verständnis eine zwingende Voraussetzung für so etwas wie ein Bewusstsein. Und wir haben kein gutes Konzept davon, wie wir sowas konstruieren können. Genau. Haben wir denn ein Konzept von Bewusstsein? Nicht wirklich. Und genau das ist gerade auch so ein Impuls, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, dass wir vielleicht hier jetzt aus unserer Sichtbrille, in unserer Bubble hier tatsächlich zu sehr auf die Technik zentriert sind. Mhm. Wer vielleicht sowas wie Star Trek Voyager kennt oder so, ja, wo es dann eben so Biocomputer gibt oder so, wo ich mir denke vielleicht, ja, was ist denn, wenn jetzt künftig mal in so 100.000 Jahren Computer einfach nur ein Reagenzglas sind aus biologischer Molekülmasse und dann Montagmorgens sagt der Computer, kann heute nicht, bin heute ein bisschen zickig, will nicht. Also soweit ich weiß, ist ja die Frage nach, was ist Bewusstsein oder auch, was ist eigentlich eine Seele, wenn man es noch älter formuliert, eine der ältesten philosophischen Fragen überhaupt. Und also es gibt ja durchaus, der eine Ansatz ist aus der Richtung, aus der wir hier kommen, ist aus der technischen Richtung. Dann gibt es halt den sehr philosophischen Ansatz, der teilweise auch in eigentlich Religiöses übergeht, auch wenn es keine der etablierten Religionen dann sein müssen. Und dann gibt es halt insbesondere in den letzten 100 Jahren immer mehr die Neurowissenschaft,
die aber halt auch ganz klar sagt, wir haben eigentlich keine Ahnung. Also wir wissen, dass es da Chemikalien gibt, wir wissen, dass es Botenstoffe gibt, wir wissen, dass es elektrische Impulse gibt und die tun Dinge. Und wir wissen seit wenigen Jahren erst, dass wir von Jahr zu Jahr sehr viel mehr wissen. Das heißt also, es lohnt sich vielleicht auch da noch einen kleinen Moment zu warten. Es ist ja auch technikgeschichtlich nichts lustiger als die Irrtümer der letzten 30 Jahre so zu betrachten. Ja, definitiv. Und also diese Bewusstseinsdiskussion enthält natürlich ganz, ganz viel Zeitgeistigkeit. Also es gibt da wunderbare Illustrationen aus dem 18., 19. Jahrhundert, wo das Gehirn mit Dampfmetaphern beschrieben wurde, weil Dampf... Genau, das Internet der damaligen Zeit, die Dampfmaschine. Hm? Genau, das war halt die Hochtechnologie der damaligen Zeit. Ja, es gab auch Ether-Dinge, aber also die eine Sache, die mich doch irgendwie positiv stimmt, dass wir mit Computermetaphern einfach nicht auf einem völligen Holzweg sind, ist, dass ich doch zu den Leuten gehöre, die an die an Turings Universalität der Computation glauben und dass auch wenn ein elektronischer Schaltkreis in seiner Implementierung fundamental anders ist, ich tatsächlich davon ausgehe, dass was logische Funktionalitäten implementiert, unabhängig vom Substrat ist und die Mächtigkeit von Computation ein fundamentaler Naturfakt ist. Genau, gehen wir rüber. So ein bisschen zu, also ich sag mal so, dieses Thema ist ja schon ziemlich alt. Mhm. Also bereits, vielleicht sagt euch Lametherie etwas. Es ist ein Mönch, der sich bereits im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert Gedanken darüber gemacht hat, dass der Mensch ja nicht eigentlich nichts mehr ist als eine biologische Maschine, die halt auch einfach nur sozusagen aufgezogen wird und funktioniert durch Energie. Mhm. Und ich sag mal so, ein Gegenargument gegen diese, ich sag mal, sehr materialistische Weltsicht ist halt, dass klar, man kann alle chemischen Prozesse klar beschreiben, aber sozusagen die Erfahrung, das Gefühl dahinter nicht. Und das unterscheidet uns halt von Maschine zu Mensch. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, den man rein theoretisch in die Diskussion mit einbeziehen kann, ob sozusagen ob Maschinen ein Bewusstsein entwickeln können. Zusammen halt auch mit dem Thema zum Beispiel chinesisches Zimmer. Der Unterschied zwischen Verstehen und Verständnis. Also, ab wann versteht eine Maschine rein logisch das Wort oder wann versteht sie auch die Bedeutung dahinter? Ja, sehr gut. Wir hatten bei der letzten oder vorletzten philosophischen Martinet in Dresden, hatten wir ein chinesisches Zimmer tatsächlich auf der Bühne konstruiert, ist auf media.ccc.de auch dokumentiert und anzusehen. Naja, das ist ja gar nicht so schlechte Simulation. Also es gibt ja auch in der Philosophie so den empirischen Ansatz, der einfach sagt, also Bewusstsein entsteht im Auge von Betrachtern. Ja, oder meinetwegen auch im Hirn von Betrachtern. Wenn also sich selbst als bewusst wahrnehmende Entitäten eine dritte Entität mit Bewusstsein, eine Bewusstseinszuschreibung machen, dann wird wohl irgendetwas da sein. Ne, wir sind aber beim Turing-Test. Hm? Experiment mit dem Spiegel, wo sich Tiere selbst wiedererkennen. Ja, sowas, das gehört dazu. Das ist dann so ein bisschen aus der Biochemie entlehnt und auch aus der Bioneurologie. Das ist möglich. Tiere ist ein wichtiges Stichwort. Hunde- oder Katzenbesitzer werden bestätigen, dass ihre Haustiere irgendwie schon, also auf jeden Fall, dass sie träumen und dass sie irgendeine Form von Bewusstsein wahrscheinlich irgendwie haben und auch ein Gefühlsleben haben. Das ist sicherlich etwas schwieriger, wenn jemand in einem Terrarium, sagen wir mal, Reptilien hält oder so oder Fische in einem Aquarium. Das heißt, wo fängt es irgendwie an? Das ist durchaus auch eine Meinungs- und Geschmacksfrage. Also als langjähriger Katzenbesitzer würde ich ja sagen, so, es ist relativ offensichtlich, dass Katzen vieles haben, aber keine Selbstreflexion. Oder einfach nur viel zu wenig Beit.
Ja, also ich meine, so, es gibt bei Katzen so gewisse Dinge, wo man so eine, ja, quasi einen Ansatz von so Second-Level-Cognition sieht. So, das ist so, wie Katzen Unschuld vorspielen. Also wenn jemand schon mal eine Katze gesehen hat, die sich dabei ertappt fühlt, etwas zu tun, von dem sie weiß, dass sie es nicht tun soll. Das sieht man und da weiß man, wie die Katze darauf reagiert. Im Gegenzug weiß vermutlich auch jeder Katzenbesitzer, dass Katzen nicht, also kein Konzept haben von, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, sondern nur ein Konzept davon haben, was sie dürfen, wenn ein Mensch das sieht. Okay, interessant. Noch weitere Erfahrungen mit Tieren? Mich würde interessieren, wo ihr so die Grenze seht von bewusstseinsfähigen Individuen. Also ich glaube, dass es einfach eine Kombination aus verschiedenen Faktoren sind, von denen vielleicht auch nicht unbedingt alle zutreffen müssen, aber zumindest ein paar. Also das, was ich kenne, so klassisch, ist ein Bewusstsein von einem Ich zu haben, also ein Verständnis davon zu haben, wer bin ich, was macht mich aus. Das, was du gerade beschrieben hast, was ja im Grunde genommen auch ein Verständnis von Zukunft impliziert. Und dass man das hat, dann dass man auch, also möglicher Faktor ist sowas wie ich kann mich in andere Menschen hineinversetzen oder in andere Wesen hineinversetzen irgendwie. Also Empathie, aber auch einfach, das ist ja auch eine Grundvoraussetzung für dafür das Bedürfnis zu haben, zu lügen. So. Sehr, sehr, sehr schön. Das hast du schnell ein neues Thema eingeführt. Genau. Können Maschinen lügen? Auch noch daran anzufügen, was natürlich auch noch ein Punkt ist, sozusagen sich in Menschen hineinzuversetzen und auf jeden Fall auch zu erkennen, dass diese Menschen andere Bedürfnisse haben. Also zu erkennen, dass weitere Wesen in dieser Welt existieren, die ein Ich-Bewusstsein haben, ist auch noch eine weitere Stufe. Genau, also da sieht man, es gibt so verschiedene Konzepte von Anforderungen an ein Bewusstsein oder an Individuen, denen man ein solches zuschreibt. Also wir hatten den Zeitbezug zum Beispiel, wir hatten die Individualitätsabgrenzung, wir hatten das Bewusstsein über das Vorhandensein anderer gleichartiger Entitäten und jetzt müssten wir noch über Vernetzung sprechen wahrscheinlich. Naja, das mit dem Lügen ist ja tatsächlich gerade ein sehr aktuelles Thema, weil es könnte ja so wirken, als wäre das, was diese Large Language Models tun, wenn sie uns falsche Dinge erzählen, ein Lügen, insbesondere deswegen, weil diese Maschinen so scheinen, als würden sie diese Falschaussagen mit sehr, sehr großer Überzeugung tätigen. Ja, okay, aber die wissen, wie das zustande kommt, wissen, dass es ein Prozess ist, der in keiner Weise zur Lüge qualifiziert. Genau. Das wurde gestern auch in dem Talk nochmal sehr, sehr plastisch dargelegt, dass praktisch diese Konsequenzkette rein transparent sozusagen mit den Fütterungen, die da reinkommen, ohne das Bewusstsein, ob das stimmt, halt eben einfach ungefiltert weitergegeben. Damit ist es faktisch nicht gelogen, sondern einfach so wie so ein kleines Kind im Kindergarten, das irgendwas links hört, rechts weitergibt, ohne es zu wissen, was das bedeutet, irgendwelche Schimpfwörter weiterschreit. Ja. Einigt euch, wie immer ihr wollt. Kleiner Zusatz, dasselbe lässt sich ja wieder mit dem chinesischen Zimmer begründen. Das ist wieder der Unterschied zwischen Verstehen und Verständnis. Ob man sozusagen die Bedeutungsebene ebenfalls erkennt und wenn halt das nicht vorhanden ist, kann ja auch gar keine Intention dahinter sein, sozusagen zu lügen, weil man ja gar nicht weiß, was das ist. Weil man kein Konzept von Wahrheit hat. Aber dazu kommt eben auch, also neben dem Konzept von Wahrheit und Lügen, was bei KI mit Sicherheit zutrifft, bei ganz kleinen Kindern ist es so, dass die auch nicht lügen können, weil ihnen einfach die Fähigkeit fehlt, sich genug in den anderen Menschen hineinzuversetzen, um zu wissen, was möchte die Person hören und was soll ich jetzt sagen. Also ich glaube, das Alter, ab dem Kinder lügen können, ist 3, glaube ich. Ja, und alles so darunter, da können die zwar sprechen, aber Lügen fehlt. Genau. Also es braucht offensichtlich ein bisschen mehr. Und wir
Ich wollte noch mal kurz in die Diskussion einführen, die Frage, die Sache mit dem Sprachgebrauch. Also wir Technikphilosophen da in Dresden, wir haben so als Arbeitsbegriff, obwohl er ein bisschen sperrig ist, uns immer angewöhnt, auf Deutsch von technischen Minderintelligenzen zu sprechen oder auch künstlichen Minderintelligenzen. Auf jeden Fall sowohl das Problem mit artificial und künstlich und diesem Übersetzungsproblem ist ein Thema, wie auch der Begriff Intelligenz selber. Ja, also Intellegere von Verstehen und so weiter, braucht man nicht alles herzuleiten. Es fehlt eigentlich noch ein allgemeinverständlicher Begriff dessen, was in so einem Large Language Modell zum Beispiel eigentlich vor sich geht, dass da also etwas simuliert wird im besten Willen, wobei Simulation auch schon wieder ein schlechtes Wort ist. Hat jemand eine gute Idee? Ja, das mit Simulation ist glaube ich, ein ganz schwieriges Ding, weil also das Wort Simulation impliziert ja, dass es da etwas Echtes gibt. Also eine Simulation ist ja immer eine Abgrenzung von dem Realen, was simuliert wird. In dem Sinne, dass man sozusagen etwas Nichtvorhandenes vorspiegelt. Simulation kann ja auch sein, dass ich einen hypothetischen Ereignisverlauf in irgendeiner Form darstelle. Ja, aber auch da ist ja wieder... Du hast ja das Hypothetische gerade schon erwähnt. Und das entscheidende Problem, das wir ja haben, ist, dass wir ein viel zu schlechtes Verständnis von den neuronalen Prozessen in unserem Gehirn haben, die zu einer Bewusstseinserfahrung führen, um uns in dem Moment, in dem wir glauben, ein Bewusstsein in einer KI zu sehen, und ich gehe davon aus, dass wir davon deutlich weiter weg sind, als das vielleicht weite Teile der Bevölkerung annehmen. Wir hätten keine Testbarkeit, um das von dem, was wir in Menschen sehen, zu unterscheiden, weil wir einfach kein gutes Konzept davon haben, was jetzt eine echte oder auch authentische Bewusstseinserfahrung gegenüber einer scheinbaren Bewusstseinserfahrung ist. Wenn ich ganz kurz nochmal darauf einhaken darf, also du hast ja jetzt relativ viel in einem Blog gesagt und ich möchte mich auf den ersten Drittel kurz beziehen, weil der zweite Drittel, den fand ich jetzt sehr valid und sehr gut mit dem Bewusstsein und so weiter. Rein semantisch nochmal Simulation oder nicht oder irgendwas anderes oder sonst wie, es ist ein Modell, deswegen heißen ja Modell, und ein Modell ist definitorisch immer ein Ausschnitt aus einer Realität, der irgendwie nachgebaut wird und möglicherweise auch unvollkommen oder teilweise nur nachgebaut wird. Das hat mit Simulation nichts zu tun. Abstraktiv, ja. Genau, ne? Und dahingehend können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir wissen, dass es was Ähnliches wie in der Mathematik, wenn wir nach Gödel oder so an Grenzen so kommen, wo Mathematik und Philosophie sich die Hände reichen. Du kannst gewisse Dinge außerhalb eines Systems nicht mit den Dingen innerhalb des in den Systemen geltenden Aktionen beweisen. Und wenn du das erkannt hast, ist das schon mal eine Stufe weiter. So. Jo. Okay. Hier kam eben der Begriff der breiten Bevölkerung oder wie der Engländer sagt, der General Public. Wir suchen ja noch nach richtigen Worten, um zu beschreiben, was da passiert. Auch vielleicht, weil wir befürchten, dass sonst Menschen aufgrund unzureichender Prämissen voreilige Schlüsse ziehen und sich womöglich mit ihrem Smartphone genauso unterhalten wie die Psychiatriepatienten mit Eliza und das irgendwie zufrieden finden und gar nicht merken, in was für ein Kaninchenbau sie da möglicherweise einsteigen. Wo ist der Fuchs? Ja, tatsächlich. Also es ist ja wahrscheinlich immer noch so, dass wir ein bisschen privilegiert sind, indem wir uns überhaupt vorstellen können, was so ein LLM so tut, wie das funktioniert. Also auch wirklich gute Leute, die in ihrem Fach wirklich was können, haben, stelle ich immer wieder fest, wirklich ein Problem. Und da fehlen uns auch noch die Begriffe und buchstäblich die Worte dafür, nachzuvollziehen, was da so eine künstliche Minderintelligenz darzustellen versucht. Ich glaube halt auch, dass eine der großen Herausforderungen dabei ist, dass man es ja ganz unterschiedlichen Leuten kommunizieren muss, die ganz
unterschiedliche Grundvoraussetzungen und Annahmen mitbringen. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich das versuche, jemandem zu kommunizieren, der prinzipiell schon sieht, dass das hier ein Werkzeug ist, wie viele andere Werkzeuge auch, aber nicht die Tragweite oder nicht die Limitationen dessen versteht, oder ob das jemand ist, der das irgendwie so grob wie das nächste Internet ansieht, also das sind ja Vergleiche, die Leute ziehen, oder noch einmal etwas ganz anderes, was vielleicht von uns so weit weg ist, dass wir uns nicht einmal vorstellen können, wie die Leute auf diese Idee kommen können, aber ja, es halt trotzdem da ist. Ja, oder in durchaus irrationaler Weise sowohl Ängste wie auch ungerechtfertigte Erwartungen irgendwie projiziert. Also so wenn AI so vor Martin Luther erfunden worden wäre, dann wäre sie wahrscheinlich von der Kirche erstmal verboten worden als Teufelswerk oder so. Das kann ja auch noch sein. Oder erinnert euch eben, wie gesagt, wir hatten es ganz am Eingang unserer Diskussion um den Umgang zum Beispiel der Grünen mit Technik und mit Computern so in den 80er Jahren. Das hatte ja auch was etwas religiös Verbotshaftes irgendwie. Also ein Tabu sozusagen, ja, war damit belegt. Und das könnte ja genauso gut auch sein. Es sind ja auch Gesellschaften vorstellbar. Denkt mal daran, ihr sollt euch kein Bild machen. Bilderstürmerei und so weiter. Kulturen, die das eigene abgebildet werden, als Insult, als Angriff betrachten. Es wären ja auch kulturelle Zusammenhänge denkbar, wo sowas wie künstliche Intelligenz oder künstliche Minderintelligenzsimulation mit Tabus belastet werden und vielleicht auch deswegen mit gesellschaftlichen Verboten belegt. Ich meine, die eine Stelle, wo ich das als gerechtfertigt ansehen könnte, ist halt einfach der Energieverbrauch dieser Systeme. Also tatsächlich mal völlig die scheinbaren oder tatsächlichen Fähigkeiten ausgeblendet, aber das reale Problem, was wir halt gerade haben, ist, dass dieser KI-Boom halt unsere Anstrengungen, unsere Stromerzeugung zu dekarbonisieren, massiv torpediert. Ja, ja, irgendeine Firma hat doch gerade irgendwie ein Kernkraftwerk gekauft oder gebaut oder so. Microsoft. Ja, ja. Und zwar das Three Mile Islands. Kernkraftwerk, das berühmt ist, weil es der Ort des größten kerntechnischen Unfalls der USA ist. Aber jedenfalls carbon-free. Also das ist eben auch sowas beim Thema Bewusstsein. Das übrigens ist ein typischer Fall von Technikfolgenabschätzung. Den meisten Menschen ist noch nicht klar, dass dieses sogenannte Internet mittlerweile Prozentsätze des Weltenergieverbrauchs tatsächlich konsumiert. Andererseits haben wir natürlich technologisch seit wenigen Jahren auch erst die Möglichkeit, enorme Mengen Strom für vergleichsweise wenig Geld zu produzieren. Die Frage ist, wo dann sozusagen der Cut-off ist bei der Geschichte. Aber in der Tat, Trainingsmodelle verbrauchen unglaublich viel Energie, jedenfalls mit der jetzigen Technologie. Die Frage ist, wie schnell sich das in welcher Richtung ändert. Das wäre ein Klassiker bei Technikfolgenabschätzung. Es gibt zum Beispiel im Bundestag ein Büro für Technikfolgenabschätzung, da ist der Professor Grunwald, ist da der Leiter. Und da gibt es dann eben durchschnittlich intelligente Abgeordnete, die fragen dann halt, sagen Sie mir doch mal, Herr Professor, wie viel Strom wird denn dieser ganze AI-Kram nächstes Jahr so verbrauchen? Und dann muss er mit seinen Mitarbeitern da so auf 20 Seiten in so einer bundestagswissenschaftlicher Dienstdrucksache eine Antwort zu finden. Na, dann stellen die halt den Ball zum Satelliten irgendwo in den Weltraum rein, holen das über die Sonne rein, Energie, und dann kannst du irgendwie über Starlink oder so da deine Rechenkapazität anfragen und dann gib ihm. Es gibt ein Startup, wofür? Nimm mal das Mikrofon. Wir haben ja auch draußen, die meisten unserer Hörer sind ja draußen an den neuartigen Empfangsgeräten. Hoffentlich. Aber ja. Es gibt schon genau ein Startup, was das gerade vorgeschlagene plant zu machen, nämlich eine gigantische Solaranlage im Weltall zu bauen und dort dann Server zu betreiben, die KI machen. Weil also Remote Computing in der Erdumlaufbahn. Genau, weil ja Solarzellen im Orbit viel effizienter sind. Oder am Lagrange-Punkt. Hat halt aber den Nachteil, dass man erstmal irgendwie 30 Starship starten muss. Also technische Lösung für technische Probleme. Wenn wir ein Bewusstsein haben, dass wir ein Energieverbrauchsproblem bei der AI haben, lässt sich das ja lösen. Kommen wir zurück zur Philosophie. Wir ahnen im Moment jedenfalls, die meisten von uns, die so sich mit dieser Technik beschäftigen, ahnen, dass das der Schritt zur künstlichen Intelligenz irgendwie auch noch nicht sein wird. Nur eine wesentlich bessere Simulation.
Aber natürlich kann man mit der Annahme, es könnte so sein, oder auch mit dem festen, womöglich religiösen Glauben, es könnte so sein, trotzdem eine Menge politischen Einfluss ausüben, eine Menge Unfug machen oder vielleicht auch eine Menge religiösen Wahnsinn erzeugen. Man weiß es ja nicht. Es wäre ja nicht das erste Mal. Also wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe, irgendwie durchschnittlich intelligente Politiker in den 80er Jahren von der Sinnhaftigkeit der breitflächigen Datenerhebung, Stichwort Volkszählung, zu überzeugen und davon, dass ihre Bedenken keineswegs die seien, die wirklich wichtigen seien, sondern dass die Probleme ganz andere sind. Oder eben auch davon, dass der Computer nicht von Natur aus böse sei und daher verboten gehöre. Dann kann ich mir vorstellen, also ich warte eigentlich geradezu drauf, dass es aus irgendeiner Ecke so Verlautbarung gibt im Sinne von, also wir müssen künstliche Intelligenz irgendwie verbieten. So. Also es gab es ja früher auch schon so Maschinenstürmerei und so, das ist Fortschritt in die falsche Richtung. Oder Arbeitsmarkt sind so Dinge, ich sehe jetzt immer mal wieder so Werbeplakate, bilden Sie sich hier oder da fort. Dieses Plakat wurde von einer AI entdeckt, so nach dem Motto, es soll also der Gedanke induziert werden, ich könnte ja bald überflüssig sein am Arbeitsmarkt. Also muss ich mich fortbilden. So, das sind ja so typische, ja, Meme, sagt man, glaube ich, dazu. Ne? So, mir wurde gerade angezeigt, wir haben noch 5 Minuten. In 5 Minuten soll der nächste starten. Das heißt also, es hat sich so langsam ausphilosophiert. Aber ich muss sagen, mein Sekt ist auch alle. Was irgendwie, wir haben Nachschub. Wir werden gleich, wir können da gleich wir haben natürlich Vorsorge weiterarbeiten. Wir haben Vorsorge getroffen. Langsam füllt sich auch der Saal hier. Ich hoffe, dass ihr an den neuartigen Empfangsgeräten da draußen auch einen Eindruck davon hattet, wie so bei den Chaoten philosophiert wird. Und das ist bei den Chaoten, da möchte ich mich einfach bei der kleinen Runde hier bedanken, auch Leute gibt, die ganz schön was parat haben, wenn man sie mal ein bisschen anstößt. Und vielleicht, das möchte ich euch auf den Weg geben, vielleicht versucht ihr auch mal lokal in euren Hackspaces so einmal im Monat oder so mal zu philosophieren. Das ist gar nicht so schlecht. Und man findet gerade unter unser einem gar nicht wenige Menschen, die das auch sehr, sehr gerne mal probieren wollen. Es ist gar nicht so schwer. Vielen Dank für heute. Darf ich noch ein Nachfolgethema vorschlagen für einen möglicherweise irgendwann später gearteten Workshop dieser Art? Ich würde das jetzt mal mit dem Arbeitstitel Techniksozialismus verbinden. Sowas à la Star Trek. Also du hast so ein Raumschiff, du hast dort ein Bett zum Schlafen, du kriegst immer zu essen, du brauchst kein Geld und du wirst respektiert von deinen ganzen Mitkommilitonen, Genossen oder whatever, gemäß deiner Fähigkeiten und gewertschätzt. Wunderbar, vielen Dank.